Rania und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte. Und zwar, ich bin ein Genie, geboren in einer Familie von Idioten. Bevor wir mit dem Video anfangen, wie immer haben wir den Top-Kommentar am Ende des Videos. Also, wenn ihr schnell seid oder auch wenn ihr langsam seid, könnt ihr jetzt einen Kommentar schreiben und dann wird der mit ein bisschen Glück am Ende vom nächsten Video eingeblendet. Ich habe das Video übrigens schon mal aufgenommen, habe aber vergessen, meine Fullcam in Window-Modus zu ändern. Und dann saß ich hier die ganze Zeit da und habe halt drüber geredet, aber das Video war nicht zu sehen. Big Brain. ja, okay, Teile davon. Ich habe es relativ schnell gemerkt, ja? Also, würde ich sagen, ich bin sowas wie ein Genie myself. Aber, ja. Lass uns anfangen. Ich warf meinen Laptop wütend auf den Boden und stampfte herum. Ich hasse dich, Dad. Ich hasse dich noch mehr, Mom. Ich wünschte, okay, ich wäre in einer anderen Familie geboren. Wie konntet ihr mir 100 verdammte Dollar wegnehmen? Hi, ich bin Ashley. Und der Hass meiner Familie auf mich war nicht neu. An meinem 7. Geburtstag wussten meine Eltern nicht einmal, dass es mein besonderer Tag war. No. Und als ich es ihnen sagte, sagten sie nur, und was glaubst du, wer du bist, der Präsident? Es wäre in Ordnung gewesen, wenn sie nicht meinem Bruder eine riesige Party geschmissen hätten und sie sogar einen verdammten iPod gekauft hätten. Das ist dreist. Er war ein Lieblingskind. Ja. Ich durfte nicht einmal zu jemandem nach Hause gehen. Warum nicht? Von mir wurde erwartet, dass ich direkt nach der Schule nach Hause komme, meine Hausaufgaben machen und beim Abendessen helfe, während mein Bruder draußen im Park spielen darf. Das war nicht der Park. Der saß auf dem Sofa mit einem Controller. Vielleicht hat er Animal Crossing gespielt, aber das war kein Park. Ja, ich weiß, dass es ein Park ist. Das eine Mal, als Mom mir erlaubte, ein Mädchen einzuladen, mit dem ich mich gerade angefreundet hatte, oh, die Mutter ist war böse. Ein totaler Albtraum. Oh mein Gott, meine das Freundin eh. Verschüttete aus Versehen etwas Saft und meine Nein. Mutter schrie sie an, sodass sie in Tränen ausbrach. Holy. Mir war das so peinlich und ich war so entsetzt, dass ich nie wieder jemanden eingeladen habe. Das ist gemein. Das ist einfach auch, wenn man dem Bruder eine Geburtstagsparty schmeißt und du als Siebenjähriger bist und bist so nur, hey, warum krieg ich nichts? Das ist so sad. Das ist einfach nur, das ist kaltherzig, ja? 0 von 10 Familienpunkten. Bin gar kein Fan. Halloween, ein wirklich gruseliges Kostüm für meinen Bruder und mich entworfen zu haben. Und wir erschreckten die Kinder. Ja. Meine Mutter sagt, Halloween? Wir erschreckten die Kinder? Ist Halloween nicht, wir gehen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten? Ihr seid einfach nur so, nee, kein Bock. Aber die kleinen Kinder, die Süßigkeiten wollen, ja, die erschrecken wir. Das war unser Ding. Das finden wir gut. Ich darf nie wieder ein Kostüm tragen, sonst steckt sie mich ins Pflegeheim. Warum? Du siehst doch sowieso schon aus wie ein Zombie. Du brauchst kein Kostüm. Warum ist die Mutter so gemein? Hä? By the way, also ab dem Punkt, geh halt ins Pflegeheim. Alles lieb besser als bei der. Aber sie hat kein einziges Wort zu meinem Bruder gesagt. Ich war traurig, denn Süßes oder Saures war meine Lieblingsbeschäftigung. In der Schule Lieblingsbeschäftigung würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich war schüchtern und hatte Probleme, Freunde zu finden. Das machte mich zu einem leichten Ziel. Das sehen wir direkt an den fiesen Zehen. Grrr, das ist nur gemeine Lachen so. Für Mobber. Eines Tages schnappte sich ein Junge meine Brotdose und warf sie in den Müll. Alle fanden es total lustig und lachten über mich. Ach ja, das wusste ich, die sind fies. An einem anderen Tag passierte etwas Seltsames. Wir lösten in der Klasse Matheaufgaben und mein Lehrer bat uns, 46 mit 72 zu multiplizieren. Ich rief 3312, ohne nachzudenken. Alle starrten mich an. Ich fühlte mich verängstigt. Mein Lehrer fragte wieder, und zwar mich. Was ist 113 mal 22? Ich brauchte keinen Taschenrechner. 2468. Die Klasse schaute mich noch wochenlang danach komisch an. Verstand? Ein anderes Mal, als ich mich in der Pause langweilte, sah ich den Mathelehrer und einen älteren Schüler an etwas arbeiten. Ich ging an ihnen vorbei und sah, dass sie an einer Frage arbeiteten. Sie schienen festzustecken, also bot ich meine Hilfe an und löste die Frage in einer Minute. Sie waren fassungslos. Der Mathe-Genie, right there. Der lächelte mich schüchtern an und sagte, er hält mich für den klügsten Menschen, den er je getroffen hat. Er sagte, er hat wochenlang an der Frage gearbeitet. Wer arbeitet wochenlang an einer Matheaufgabe? Also ab dem Punkt sagst du doch auch einfach, ja gut, keine Ahnung, wie man die lösen soll. Der Lehrer scheint es auch nicht zu wissen, der saß ja mit dem Schüler da. I mean, welcher Lehrer gibt so Aufgaben? Es passierte so oft, dass ich jemanden brauchte, mit dem ich über die Veränderung, die ich erlebte, reden konnte. Also sprach ich mit meiner Mutter. Ja, das ist ein guter Ansprechpartner. Gute Sie Wahl. Sie lachte und sagte, du vergisst, dass ich deine Mutter bin. Ich weiß, dass du dumm bist und nichts kannst. Wartete auch die Rückkehr meines Vaters in dieser Woche ist die Mutter so gemein? Die ganze Geschichte. Zu meiner Überraschung war er erstaunt, wie gut ich in Mathe war und ermutigte mich. Guck mal, der Vater, was für ein Bro. Gäste. Man erwartete von mir, dass ich mich in meinem Zimmer versteckt hielt. Meine Wieso? Mutter meinte, es hat keinen Sinn, dass du diese Leute triffst. Du bist nicht so wichtig, weißt du? Ich
Ich wollte nicht in meinem Zimmer Alter, sein. Warum ist die Mutter so gemein? Jetzt mal ernsthafte Frage, ich verstehe es nicht. Es ist doch immerhin die Mutter. Ich meine, offensichtlich scheint es nicht die leibliche Mutter zu sein. Sonst ist man doch nicht so knallhart böse zu seinem Kind, oder? Also ging ich in das Ankleidezimmer meines Vaters. Hier fiel mir diesmal was auf. Versteckt hinter einem Stapel von Büchern war ein alter Laptop. Ich öffnete ihn. Nicht nur ist sie gut in Matheaufgaben, sie ist auch gut im Finden. Über die Geschäfte meines Vaters. Oh, diese Leute verloren eine Menge Geld. Ich beschloss, ihnen zu helfen. Und außerdem macht es mir Spaß. Ich schickte ihnen eine Nachricht über ihre E-Mail, um ihnen zu sagen, welche Dinge sie in Ordnung bringen könnten. Okay. Schließlich wurde ich müde und ging ins Bett. Wochen später schickten sie mir eine E-Mail zurück. Sie bedankten sich für meine freundlichen Vorschläge und boten mir sogar $100,000 für meine Hilfe an. $100,000? Das ist ein bisschen viel für... Hey, ich habe eine E-Mail geschickt, Boys. Wie viel Geld hast du ihnen eingespart? Keine $100,000. Denn, dass ich in ihr Hauptquartier kommen würde, um die Belohnung zu nehmen. Wie reich ist der Vater? $100,000? Das war eine Menge Geld. Oder ist es die Firma quasi, für die der Vater arbeitet und er hat... von seiner ihm. Trotzdem, wer würde denn $100,000 als Bonus bieten? Also das erscheint mir wie Quatsch. Für ein Mädchen in meinem Alter, und da ich keine Ahnung hatte, ist für jeden das Geld allein auftreiben sollte, tat ich etwas sehr Dummes. Als mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, erzählte ich ihm aufgeregt von all dem, was passiert Nein. war. Nein, der Vater nimmt dir das Geld weg. In meinem Namen mit ihm zu treffen und meine Belohnung zu holen. Am nächsten Tag war er bereits gegangen und hatte den gesamten Betrag in bar abgeholt. Als ich ihn damit konfrontierte und um mein Geld bat, lachte er nur. Ich will fürs College sparen. Er hat nur noch mehr gelacht und ist weggegangen. Ich war Alter, so wütend. Vater ist doch kein Bro, ich nehme alles zurück. Ich verkrümmerte ihn. In den folgenden Wochen lachten meine Mutter und mein Vater über jede Kleinigkeit, die ich tat. Warum sind die so gemein? Über mein Elend. Mein Vater bekam sogar ein neues, teures Auto. Ich war so aufgeregt, eine Runde damit zu fahren. Aber sobald ich die Tür öffnete, sagte er, oh nein, Kinder dürfen hier nicht mitfahren. Außer dein Bruder, der ist cool. Vorwerfen. Er sagte, ich würde dem Auto ein schlechtes Karma verpassen. So wie Was? Ich es für mein ganzes Leben lang hatte. Was? So sehr ich auch versuchte, glücklich Hä? Zu sein. Hä, ich verstehe es nicht. Es ist so unlogisch. Ich wusste, dass es mein Geld war, das diese verrückten Leute ausgaben. Eines Tages, das ist nicht als unwahr. Ich von der Schule zurückkam, sah ich, wie mein Bruder mein Zimmer verwüstete. Ich Warum war entsetzt. Hä, der Bruder könnte doch wenigstens nett zu ihr sein. Warum sind denn alle solche Anti-Mates? Ich verstehe es nicht. Er packte mich. Wo ist das Geld? Verlangte er. Ich sagte ihm, dass ich es nicht habe. Papa hat alles mitgenommen, aber er wollte mir nicht glauben. Er zerriss mein Zimmer und drohte mir, dass er bis zum Ende des Tages $50 haben will, sonst wird er gehen. Dann ging er weg. Dann soll er halt gehen, hä? Als ob das nicht genug wäre, entfaltete sich ein weiteres Stück Drama in meinem Noch mehr Drama, let's go. An diesem Abend, beim Abendessen, sagte mein Bruder, kannst du glauben, dass diese nutzlose Verschwendung einen Freund hat? Ich habe gehört, er ist nur mit ihr zusammen, weil sie gut in Mathe ist. Konnte nicht Die glauben. Eltern sind wieder Warum so, ja, das kenne ich. Meine Eltern an Was? Zu lachen und mein Dad sagte, ja, sie ist ein Mathe-Freak, genau wie ihre Mutter. Meine Mama stürmte weg. Ich war neugierig, also schlich ich mich hinterher und versuchte zu hören, worüber sie stritten. Kommt jetzt hier die große Enthüllung? So wütend. Mathe-Freak, confirmed. Dinge. Dann hörte ich etwas, was mich total schockierte. Mama sagte, ich sei nicht ihr Kind. Sie schrie meinen Vater an wie ein wildes Tier. Dieses Mädchen ist nicht meine Tochter. Ich werde nicht zulassen, dass all die Jahre der Anstrengung verschwendet werden. Wer ist denn das Mädchen dann? Jetzt hör doch mal ja auf mit dem Quatsch und sagt mir, was hier los ist. Wenn ich mir jeden Penny wegnehmen würde, weil ich ihr jahrelang zur Last gefallen war. Dann zieh aus, junge Dame. Dad hatte zurückgeschrien. Zieh aus. Er sagte, er hat nur eine Affäre, weil sie ihn immer anschreit. Ich hatte genug gehört. Okay. Ich stieß die Tür auf und rannte hinein. Mein Vater wurde still, aber meine Mutter schaute mich wütend an. Du bist nicht meine Tochter. Du bist sein heimliches Kind. Ich hasse dich. Sie weinte ist und nicht, gleichzeitig. Ist nicht unschwer zu erkennen gewesen, sagte, dass sie dich dass hasst. Ich sie auch hasste. Dann rannte ich nach draußen, weil ich nicht aufhören konnte zu weinen. Aber das in meinem Ding ist, Herz machte jetzt alles Sinn, warum meine Mama und mein Dad mich hassten, warum sie mich immer verstecken wollten. Die nächste Woche war furchtbar. Wir versuchten alle so zu tun, als sei nichts passiert. Kann sie Eines nicht in Abends Pflegeheim beim Abendessen gehen? Scherzte meine Mutter darüber, wie, alt ist wie sie viel denn? Reicher unsere Familie sein würde, wenn sie mich nicht mehr in meinem Zimmer verstecken würden. Ich beschloss, dass es genug war. Ich warf meinen Teller quer über Gut. den Tisch nach ihr. Guter Move. Der Teller verfehlte ihr Gesicht nur Schade. Einen Zentimeter, aber eine Scherbe traf sie, ihre Stirn oh, begann go. Zu bluten. Sobald sie das Blut sah, drehte sie völlig durch. Sie verfluchte mich aus Ich meine, gut, das ist auch keine Lösung eigentlich, aber verständlich. Also ich kann es nachvollziehen. Ich wäre auch pisst, wenn ich das Kind wäre. Ich wünschte mir so sehr, dass der Teller ihr Gesicht nicht verfehlt hätte. Kipau. Am nächsten Tag ging meine Mutter weg. Wir hörten nichts mehr von ihr. Sie ist einfach verschwunden. Sie Was ist mit dem Sohn? Zettel am Kühlschrank.
Ich werde dafür sorgen, dass du mir nicht verzeihst. Ich wusste, dass Mom eine Frau war, die ihr Wort hielt. Warum soll sie ihr verzeihen? Wenn, dann sollte die Tochter der Mutter verzeihen müssen. Nicht die Mutter der Tochter. Wofür? Also was hat die Tochter jemals falsch gemacht? Überraschenderweise kam mein Dad ein paar Tage später mit einem brandneuen Laptop in mein Zimmer. Wofür ist der Dad? Fragte ich voller Aufregung und vergaß die Ereignisse. Etwas, um dein Geschenk zum Glänzen zu bringen, sagte er, bevor er mein Zimmer verließ. Oh, jetzt machen sie hier einen auf Kinderarbeit, hä? Immer wieder, um nach mir zu sehen. Er machte sich aber nicht wirklich Sorgen um mich. Er wollte nur wissen, ob ich Geld verdient hatte oder nicht. Für ihn war mein Talent sein Lotterielos. Eines Tages kam ich mit Kopfschmerzen von der Schule. Mein Vater war da und er rief mich zu sich. Ich war aufgeregt, weil ich hoffte, dass er sich um meine Gesundheit sorgte. Aber wenig überraschend fragte er nur, ob ich mit irgendwelchen anderen großen Firmen gesprochen hätte. Ich wurde wütend. Ich hatte keine Ahnung, ob ich jemals mehr Geld verdienen würde. Es macht mich so wütend, diese blöde Drecksfamilie. Er wurde so wütend. Wenn du nicht mehr Geld verdienst, gebe ich dir Hausarrest, solange ich will. Ich schwor ihm, dass ich ihm nie einen einzigen Penny geben würde. Wochen später, eines Tages nach dem Unterricht, kann sie dann nicht irgendwie zur Polizei gehen? Eine Klassenkameradin, die alleine saß und wütend im Buch blätterte. Sie schien aufgeregt zu sein. Warum ist sie aufgeregt? Fragte ich sie. Sie erzählte mir, dass sie sehr schlecht mit Zahlen umgehen kann. Ja, okay, dann rettest du jetzt den Tag. Die Familie vom rothaarigen Mädchen adoptiert dich. Du kannst das Geld von deinem Vater wiederholen, wenn du zur Polizei gehst. Und bam, bam, alle sind zufrieden. Außer die Mutter, aber ganz ehrlich, who cares? In einer Woche löste sie bereits Zahlenprobleme wie ein Experte. Sie war zufrieden und ich freute mich für sie. In diesem Moment fand ich heraus, dass ich mich glücklich macht, anderen zu helfen. Das ist doch schön. In der folgenden Woche kam mein Vater wieder in mein Zimmer und fragte, ob ich irgendwelche Jobs bei gut bezahlten Firmen gefunden hätte. Ich sagte ihm, dass ich das nicht habe. Vor allem, wenn sie in einem arbeitsfähigen Alter ist, ja, wo sie richtige Jobs machen kann, die nicht so 450-Euro Minijobs sind, dann ist sie ja schon 18. Aber mit 18 kannst du richtig arbeiten, halt auch bei richtigen Firmen. Das heißt, sie ist alt genug, sie könnte ausziehen. Warum tut sie es nicht? Er schrie mich an und sagte, dass ich Hausarrest hätte, bis ich zur Vernunft komme. Ich durfte nur 2 Mahlzeiten am Tag essen und ich war wahnsinnig nice, Toast geworden, wenn ohne ich einen Rand. Laptop hätte. In dieser Zeit, als ich im Internet surfte, kam mir eine Idee. Ich würde einen YouTube-Kanal starten, auf dem ich meine Lebenserfahrung teile und jedem helfen konnte, der Hilfe mit Zahlen braucht. Das ist also genau das, was ich getan habe. Und ich habe es nicht bereut. Oh, sie ist der Mathe-Guy. Kennt ihr den Dude mit den binomischen Formeln? Dieser A plus B in Klammern zum Quadrat. Wisst ihr, wen ich meine? Das ist, by the way, Fun Fact, vor kurzem erst gelernt. Der Mathe-Prof von meinem Cousin ist der binomische Formel-Song-Guy. I know. Ich fand's auch witzig. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dorfuchs oder so? Irgendwas in die Richtung. Oh, oder dieser andere, wie heißt der? Daniel Jung. Mathe bei Daniel Jung. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Aber das habe ich viel zu meiner Abi-Vorbereitung geschaut. So hier Matrizen und so Kram hat er gemacht. Das war, ja, überragender Content. Das ist sie jetzt. Kann ich appreciaten? Braucht man, ja? So Menschen, die braucht man. Das nächste Jahr verging und mein Kanal wurde von Tag zu Tag größer. Understandable. Der Kanal wurde zu meiner Flucht. Als ich schließlich zum College ging, hatte ich einen YouTube-Kanal mit fast 1 Million Abonnenten. Let's go, Ashley! Ich diskutierte meine Probleme und Herausforderungen mit allen möglichen Leuten. Ich hatte auch ein wöchentliches Mathe-Segment. Sie gaben mir Ansichten und was noch wichtiger war, Liebe. Das war genug für mich. Eines Morgens wachte ich mit Hunderten von Benachrichtigungen auf. Ich war so aufgeregt, war eines meiner Videos viral gegangen. Ich öffnete mein Handy und zu meiner Überraschung hatte ich über Nacht tonnenweise Abonnenten verloren. Ich hatte auch eine Menge Hass-Mails. Ich finde es schön, wie sie Lügner einfach falsch geschrieben haben. Ein Lier. Ist es einfach schlecht recherchiert oder soll das mit Absicht schlecht sein? Ich habe gesehen, dass ein neuer YouTuber aufgetaucht war und mich beschämte, weil ich über meine Familie gelogen hätte. Ihr Bruder! Ich öffnete das Profil. No! Das war mein Bruder. Ich wurde praktisch ohnmächtig. Mein Bruder hatte angefangen, Hass über mich zu verbreiten. Sie hat mein Geld gestohlen und ist weggerannt. Geld gestohlen hatte. No way! Ich wusste, dass Mama hinter all dem steckte, aber ich hatte keine Beweise. Sofort rief ich ihn an. Er verlangte, dass ich ihm $10,000 gebe, damit Also, erstmal, du kannst halt straight up deinen Bruder verklagen. Weil das ist halt Rufmord. Und das ist auch strafbar. Mund hält. Darum ging es also. Ich war wütend. Ich sagte ihm, dass er keinen Penny von mir bekommt. Und er beendete das Gespräch. Sag ihm, du verklagst ihn, bitte. Danach wurden seine Videos immer gemeiner und gemeiner. Er fing an, alle möglichen verrückten Geschichten über mich zu verbreiten. Er sagte, ich sei eigentlich nicht gut in Mathe und würde nur seine Noten klauen. Es war unerträglich. Das macht nicht mal Sinn. Wenn sie einen YouTube-Channel hat, wo sie Mathe-Probleme löst.
und den Leuten erklärt, wie es funktioniert. Und der Bruder kommt aus dem Nix und ist so, ja, übrigens, ich hab Lügner zwar falsch geschrieben, aber dieses Mädchen, ja, die klaut meine Noten. Ich habe versucht, ein Video zu machen, in dem ich allen erzähle, wie er versucht hat, mich zu stören. Ich liebe, dass sie es auch einfach weiter falsch schreiben. Aber niemand hat mir geglaubt. Doch dann passierte etwas Erstaunliches. Nach einem meiner YouTube-Live-Videos schickte einer meiner Zuschauer eine Nachricht und fragte, ob wir uns treffen können. Hi Ashley, ich würde dich gerne persönlich treffen. Bitte. Mit dem würde ich mich treffen, der wirkt mentally stable. Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee, Ashley. Seltsam, let's go. Dass jemand so hartnäckig war. Besonders nach dem, was mein Bruder getan hatte. Tu's. Also habe ich ihn. Geh hin, lass dich umbringen. Komm, kein dann Ding. Dann habe ich gelesen, dass die Person meint, sie weiß, wie man mit meinem Bruder umgeht. Er glaubte mir, ich willigte ein, mich mit ihm zu treffen, aber ich war nervös. Was, wenn es nur ein Streich ist? Ich ging in das Café, zu dem was, wenn es ein Weirdo ist? Wie kannst du dir Sorgen machen, dass das ein Streich ist? Warum denkst du dir nicht, oh, ich treffe fremde Personen aus dem Internet, die mir 3 Chatnachrichten geschrieben haben, in denen sie gar nicht merkwürdig rüberkamen? Ich kannte nicht einmal seinen Namen. Schließlich kam ein gut aussehender Mann, etwa in meinem Alter, aha, auf mich zu. Er stellte sich als Jake vor. Er schüttelte meine Hand. Ich habe schon so lange auf dich gewartet, Ashley. Ich war verwirrt. Hatten wir es nicht mit meinem Bruder zu tun? Ich sagte ihm, dass ich dachte, er würde mit der falschen Person sprechen und stand auf. Aber er griff meine Hand und bat mich, mich zu setzen. Ich konnte nicht aufhören, rot zu werden. Er fragte mich, ob ich mich wirklich nicht an ihn erinnerte. Er sagte, er hatte ein schwieriges Matheproblem und mit seinem Lehrer versucht zu lösen. Oh! Ich war fassungslos. Ich fragte ihn, was er da gemacht hat. Der Dude ist das! Er erzählte mir, dass er von meinen Fähigkeiten so beeindruckt gewesen war, dass er mich die ganze Zeit über heimlich beobachtet hatte. Gar nicht creepy, by the way. Gar nicht creepy. Richtig sympathischer Kerl. Ihr habt dich einmal gesehen im echten Leben und seitdem verfolgt er jeden deiner Schritte und weiß, was du tust. Er wusste, dass ich nicht gelogen hatte. Jake war der Sohn eines großen Wirtschaftsmanagers und er arbeitete auch natürlich in der Firma. Er sagte, er hätte die Mittel, meinen Bruder nicht nur aufzuhalten, sondern ihn auch für den Schaden, den er mir zugefügt hatte, bezahlen zu lassen. Und genau das hat er getan. Das hat jeder übrigens. Mein Bruder musste mir am Ende $30,000 zahlen und sich öffentlich entschuldigen. Ich war glücklich. Ein paar Tage später rief die Mutter Mama und entschuldigte sich bei mir. Sie entschuldigte sich? Dass ich ihr vergebe, aber sie soll mich in Ruhe lassen. Sie fing an zu weinen und fragte nach Geld. Ich sagte ihr, ich hätte kein Geld für sie. Sie wurde wütend und fing an zu schreien, wie immer. Sie drohte mir und sagte, dass sie mein Leben zerstören würde. Ich war kein kleines Kind mehr. Ich sagte, du bist eine verrückte Frau, ich habe keine Angst vor dir. Ich denke sogar, du bist schwach und dumm. Pass auf dich auf. Dann habe ich aufgelegt. Aha. Ich fühlte mich traurig und frustriert. Ich rief Jake an und bat ihn, sich mit mir zu treffen. Oh, sind Jake und sie jetzt? Als er ankam, erzählte er mir was Unglaubliches. Er sagte, ich möchte, dass du in unserer Firma der Familie arbeitest. Okay, let's go, easy job. Ich war schockiert. Möchtest du, dass wir alles beim Mittagessen besprechen? Meine Kamera ist ausgegangen, cool. Wieso das? Ich trat der Firma bei und ratet mal was, ich bin ziemlich schnell aufgestiegen. Jake und ich wurden im Handumdrehen offizielle Geschäftspartner. Das war natürlich und plötzlich nicht vorherzusehen. War ich das Lieblingskind meiner Familie. Sie wurden netter als je zuvor. Hast du immer noch was mit deiner Familie Meine zu Eltern tun? Meine luden mich ständig zum Essen ein. No! Mein Bruder hatte keinen festen Job und fragte ständig nach Geld. Ha, als ich genug hatte und mich weigerte, ihm zu helfen, bot er mir an, für mich zu arbeiten. Ich sagte nein. Let's und go! Wisst ihr was? Meine verdient. Und Jakes Geschichte endet nicht mit dem Geschäft. Oh, sie kommt zusammen. Zwei Jahre nachdem Jake und ich anfingen, zusammen zu arbeiten, lud er mich zu einem formellen Essen ein. Ich habe es kommen sehen. Ich wusste, dass er mich fragen würde, ob ich ihn heiraten will. Holy. Ich war so glücklich. Aber als ich dort ankam, sah ich ihn mit einer Frau. Dann sagte Jake, Ashley, ich möchte dir meine Mutter vorstellen. Oh mein Gott, es war meine leibliche Mutter. Die Was? Frau fing an, sich zu entschuldigen. Nein, stopp. Halt, stopp. Es ist... Warte, nur damit ich das hier richtig verstehe. Jake sagt, Ashley, ich möchte dir meine Mutter vorstellen. Ja? Dann Q zur rothaarigen Mutter, die auf einmal die leibliche Mutter von Ashley ist. Das heißt, die beiden sind Geschwister. Erst einmal. Und zweitens, wie jetzt? Du wusstest die ganze Zeit, wer die leibliche Mutter von ihr ist. Woher will sie das denn wissen? Wie hat sie es herausgefunden? Sie sagt, es tut ihr leid, dass sie mich verlassen hat. Wie? Und dass sie keine andere Wahl gehabt hätte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Woher weiß sie überhaupt, ich ihr verzeihen dass konnte, es wirklich die leibliche Mutter ist? Ihr noch eine zweite Chance zu geben. Hä? Das ist das Ende. Es macht die Geschichte war so okay davor, aber warum das Ende? Es macht mich so... Was soll denn das? Okay, gut, das war's ja mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich immer sehr. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und
Ja, hier kommt das Outro und der Top-Kommentar. Ist hier. There you go. Auf Wiedersehen, macht es gut, habt einen wunderschönen Tag. Tschüss!